Liebe Zuschauer, wussten Sie eigentlich, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man überall die Hausnummer klar und deutlich erkennen muss? Wir haben jetzt die perfekte Lösung, denn es ist ja doch irgendwie kompliziert, die Hausnummer dann immer so in Szene zu setzen, dass man das eben wirklich auf den ersten Blick erkennt. Und wir haben jetzt eine ganz tolle Kombination aus Briefkasten und Hausnummer in einem. Und das Ganze wird hier auch noch beleuchtet. Und das Ganze erkläre ich Ihnen jetzt mit meinem Kollegen Carsten. Übrigens war mir das gar nicht bekannt. Hallo, übrigens zu Ihnen nach Hause, dass man tatsächlich in Deutschland gesetzlich verpflichtet ist, seine Hausnummer deutlich sichtbar an der Fassade seines Eigenheims anzubringen. Wie oft kommt es vor, dass man tatsächlich mal Efeu um diese Hausnummern rum hat oder die einfach dann einfach etwas verwittert sind im Laufe der Zeit, dass man sie gar nicht mehr wirklich erkennen kann. Ja. Und du hast vollkommen recht, wir zeigen natürlich jetzt eine tolle Möglichkeit, wie man zum einen dem Gesetzesgeber Rechenschaft tragen kann oder dem Gesetzesgeber gegenüber manierlich seine Hausnummer macht und gleichzeitig auch noch ein richtig schickes Dekoteil vorne an seinem Eigenheim platzieren kann. Und das ist er. Der gute Briefkasten, den wir hier haben. Ja. Richtig schickes Teil, komplett aus Edelstahl hergestellt. Aber ganz entscheidend ist quasi dieses Fenster hier vorne, diese Milchglasscheibe. Denn die wird ja befeuert durch dieses kleine Element im oberen Teil. Ganz genau. Wir haben hier oben in dem oberen Teil ein kleines Solarfenster. Das heißt, mit Sonnenenergie wird das Ganze aufgeladen. Zeig mal kurz, da ist es. Ja. Genau, da sieht man das. Das heißt, mit Sonnenenergie wird das Ganze aufgeladen. Und dann haben wir ja diese Milchglasscheibe vorne, genau hier im vorderen Bereich. Und die wird dann eben komplett beleuchtet. Und dann sollte man eben hier vorne auf diese Scheibe diese Hausnummer mit aufkleben. Dann ist sie halt eben perfekt beleuchtet. Und ich glaube, wir haben da sogar Post bekommen. Ich kann das Ganze mal zeigen, wie das denn aussieht. Haben wir schon Post bekommen? Haben wir schon Post bekommen. Noch nicht mal 2 Minuten Sendung gemacht und schon Post bekommen. Das ist ja Hammer hier. Was haben wir denn da alles drin? Hier haben wir natürlich. Oh, guck mal hier. Genau. 2 Schlüssel kommen zu Ihnen mit nach Hause. Wir haben jetzt hier einen. So, zack, ich lasse ihn jetzt drauf. Ja, damit er stehen bleibt. Aber er hat uns den geschrieben. Was haben wir denn da alles so an Post? Oh, wir haben eine Kundenmeinung von Emil Greve. Oh, das ist sehr gut. Der Rest ist Rechnung und Werbung. Okay. Rechnung im Müll, Mahnung sowieso im Müll. Kundenmeinung. Dieser Briefkasten ist spitze. Meine Hausnummer am Haus ist immer sehr versteckt, aber so weiß man auch von der Straße aus, welche Nummer es hat. Ja, stimmt. Ja, und das ist eben auch der absolute Vorteil. Ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ruft irgendwie den Notruf an oder die Polizei zum Beispiel oder einen Krankenwagen und man braucht mal Hilfe. Mhm. Und ja, dann gibt man die Adresse mit der Hausnummer an und dann sollte die natürlich gut sichtbar sein, weil sonst ist das natürlich schwierig für den Krankenwagen oder für den Notarzt dann eben die richtige Hausnummer zu finden. Ja. Wo ist die Hausnummer? Fragen Sie zu Recht. Die wird hier vorne draufgeklebt. Wir liefern Ihnen natürlich die passenden Zahlen mit dazu. Es sind 2-mal die Ziffern von 0 bis 9 mit dabei. Wenn Sie natürlich jetzt eine 3-stellige Hausnummer haben, wird es ein bisschen schwierig. Aber ganz ehrlich, grundsätzlich kriegt man solche Klebezahlen in jedem Baumarkt für ein paar Centbeträge. Ganz genau. Grundsätzlich liefern wir Ihnen 2-mal die Zahlen von 0 bis 9 mit dazu. Ja. Wir haben zum Beispiel hier in der Pöllstraße in Buggingen, das ist unsere Adresse, ach, die schön. Hausnummer 4. Und guck mal hier, so sieht das Ganze dann in der Dämmerung bzw. in der Dunkelheit aus. Genau. Und auch der gute Stefan, einer unserer Regisseure hier im Hause, hat schon die Post bekommen. Ja? Richtig. Und es sieht eben sehr schön aus und es beleuchtet natürlich nicht nur die Hausnummer, sondern natürlich auch gleichzeitig ja eben den Weg, der da dran vorbeiführt. Das heißt, der Weg zu Ihrer Haustür wird dadurch auch natürlich um einiges sichtbarer. Und das Allerbeste daran ist, es ist auch noch stromsparend, dadurch, dass wir eben mit Solarenergie arbeiten. Mhm. Das heißt, tagsüber wird das Ganze aufgeladen und wenn es dann eben dunkel wird, dann schalten sich die Leuchten automatisch ein. Das sieht richtig peppig aus. Also nicht nur dieses Milchglasfenster, was hier sehr schön indirekt beleuchtet wird, sondern natürlich auch diese Spaltmaße, die wir hier an der Seite haben. Also ein richtig peppiges Designerteil, natürlich komplett aus Edelstahl hergestellt. Das heißt, extremst witterungsbeständig, rostresistent, all die ganzen Geschichten haben wir natürlich hier mit dabei. Das gute Stück wahrscheinlich dann doch eher draußen im Freien hängen wird. Was liest du für Zeitungen? Die Bild, die Gala, die Bunte. Okay, irgendwas im Abo davon? Nein. Nee, gar nichts? Okay. Die Moin Holstein. Die Moin Holstein? Ja, okay, die habe okay. ich im Abo. Bei uns ist es der Wochenspiegel und wie heißt die andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Also diese typischen regionalen Geschichten. Der Grund, warum ich die gute Isabel gefragt habe, ist natürlich hier an der Seite auch der Zeitungseinschub bzw. der Zeitschrifteneinschub. Nicht im oberen Teil, sondern bewusst im unteren Teil gemacht. Das heißt, die Zeitungen können hier rein und sind dann, selbst wenn es regnen sollte, dann doch weitestgehend geschützt. Vor Regen oder vor Nässe oder vor der Witterung im Allgemeinen geschützt. Ja. Unsere Briefkästen zu Hause, wir wohnen ja in einem insgesamt 12-Parteien-Haus. Mhm.
Erdgeschoss. Da haben wir die Briefkästen also auch draußen. Und leider haben es die Jungs, die den Wochenspiegel und die ganzen Gratis-Wurfsendungen verteilen, immer noch nicht ganz begriffen, dass sie das bitte im strömenden Regen ganz durchschieben sollen und nicht zur Hälfte draußen lassen. Ja. Wenn sie nämlich dann zum Briefkasten gehen, da ziehen die dann so eine halb eingeweichte Zeitung dann raus. Die landet natürlich direkt in der blauen Tonne. Und das ist meines Erachtens ein unglaubliches Maß an Geldverschwendung. Das auf jeden Fall. Kann hier nicht passieren. Hier sind die Zeitungen, die Zeitschriften, ganz egal, was sie da haben oder was sie da abonniert haben, perfekt geschützt in der ganzen Geschichte hier. Genau. Und es gibt ja auch nichts Nervigeres, als wenn das die ganze Zeit oben rausquillt. Und die ganzen Zeitungen, die passen ja auch nicht immer in den Briefkasten rein. Deswegen haben wir hier eben diese Rolle separat für eine Zeitung. Hier sehen wir das Ganze nochmal im geöffneten Zustand. Mhm. Und Sie können auch von hier oben drauf zugreifen. Hier haben wir auch eine Klappe. Ja. Zack, da oben. Und dann können Sie die ganz einfach wieder schließen. Da kommen die Briefe rein. Gib mir doch mal gerade einen. Genau, bitte. Ich gebe dir mal hier einen Brief. Werf mal einen ein. So, Achtung, pass auf. Wow. Großartig, oder? Ich kann gut Briefe einwerfen. Da haben Sie das gesehen. War ja Wahnsinn hier. Nee, aber es ist wirklich klasse. Es sieht richtig schick aus. Der Grund, warum ich den aber auch nochmal aufgemacht habe, sind diese kleinen Aussparungen. Sie sehen diese kleinen Löcher hier. Mhm. Irgendwie muss er natürlich befestigt werden. Sag mal, der hat ein Gewicht, natürlich, nichts Dramatisches, aber der wiegt ein paar Gramm. Und deswegen macht jetzt Doppelklebeband oder was keinen wirklichen Sinn, wenn Sie den am besten direkt an der Fassade befestigen möchten. Einfach zwei oder im günstigsten Fall vielleicht sogar vier Dübel rein, die Schrauben dazu und fertig ist die ganze Geschichte. Genau. Wobei zwei ohne weiteres ausreichen. Das Schöne ist, dass der hier oben, also auch für die Klappe im oberen Teil, noch diese Gumminoppen hat. Genau, das heißt das ist ein bisschen lärmgeschützt. Ne? Das heißt, wenn man den dann wieder zumacht, dann knallt das nicht so laut, sondern hier, man hat es gehört, man hört eben nichts. Das ist ganz leise. Wir haben hier eben diese Gumminoppen oben drauf. Das heißt, das ist extra noch mal ein bisschen gedämpft vom Ton her. Und falls Sie sich fragen, wo ist denn die Beleuchtung, wo sind denn die Lampen? Die sind hier im Briefkasten eingebaut, hier diese längliche Leiste hier oben eben. Genau. Da sind die Lampen, das sind die Strahler, die dann eben automatisch bei Dunkelheit sich einschalten. Genau, und obendrauf ist dann eben der Solarempfänger, das heißt also hier werden Sie jederzeit, ohne dass Sie irgendwelche Batterien oder irgendwelche Netzstecker oder was zum Einsatz bringen müssen, perfekt dann eben hier also auch mit Strom versorgt, sodass Ihr Briefkasten in der Zukunft so aussehen wird, wie das, was wir hier gerade im Film nochmal eben kurz gesehen haben, beziehungsweise jetzt nochmal zeigen. Also nochmal, damit Sie natürlich zu Recht nicht denken, da fehlt mir aber jetzt die eigentliche Hausnummer, das ist der Clou an dem ganzen Stück. Zweimal die Ziffern von 0 bis 9 liefern wir Ihnen mit. Das bedeutet also, bis von Hausnummer 1 bis Hausnummer 99 werden Sie bestens zurechtkommen. Haben Sie jetzt eine dreistellige Hausnummer, wird es natürlich ein bisschen eng. Aber ganz ehrlich, vergleichbare Klebezahlen, die findet man überall, ne? Die kriegst du im Bastelgeschäft, die kriegst du am Kiosk, die kriegst du in einem Baumarkt hinterhergeschmissen. Ich glaube, da ist so eine komplette Armada an Zahlen, je nach Wunschgröße, in verschiedenen Schrifttypen. Vielleicht für 1,50 €, 2 Euro, wenn überhaupt. Genau, das sollte nicht das Problem sein. Perfekt auch für die Wintermonate, wenn es eben auch mal draußen dunkel ist. Wenn Sie jetzt wirklich sagen, oh, ich muss immer so einen dunklen Weg zu meiner Haustür gehen, dann ist das wirklich super. Ich meine, gerade ich als Frau, aber ich glaube auch Männer, die tun immer nur so, als ob sie so hart sind, haben aber auch manchmal Angst im Dunkeln. Und dann ist es wirklich schön, wenn das eben beleuchtet ist oder auch wenn das in der Früh ist und der Postbote zu Ihnen kommt, damit er dann eben auch wirklich direkt den Weg zu Ihnen oder zu Ihrem Briefkasten findet. Ja. So ist quasi erstmal der ganze Eingangsbereich einigermaßen gut beleuchtet. Gutes Beispiel war das, was du eben sagtest. Wenn tatsächlich mal ein Fall eintritt, wo man wirklich mal Hilfe braucht, mal die Polizei oder wirklich mal der Krankenwagen vorbeikommen sollte und ihre Hausnummer ist komplett eingemoost, quasi nicht mehr zu erkennen oder wilder Efeu oder was, der da drumherum wächst oder irgendwo hinter dem nicht geschnittenen Busch und hinter dem nicht geschnittenen Baum oder was versteckt, macht das natürlich recht wenig Sinn. Ja, da geht es mitunter tatsächlich um Minuten. Und man, unabhängig davon, dass es der deutsche Gesetzgeber vorschreibt, dass man seine Hausnummer gut sichtbar an der Fassade anbringen muss, ist das sicherlich auch ein Sicherheitsaspekt und unabhängig davon gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Das sieht richtig geil aus, oder? Ja, modern, stylisch und vor allen Dingen der Briefkasten, der ist auch robust. Der ist witterungsbeständig, das heißt, der fängt auch nicht an zu rosten, wenn da dann irgendwie mal Regen oder Schnee oder Hagel drauf geplätschert ist. Der hält wirklich einiges aus, sieht schick aus, beleuchtet Ihren Eingangsbereich, beleuchtet Ihren Briefkasten, jeder findet den Weg zu Ihnen nach Hause. Sie bekommen sogar noch das komplette Montagematerial mit dazu geliefert. Und die Bestellnummer, die gebe ich Ihnen auch schon mal durch. Das ist die NC 9058 und die 569. Und das Ganze kommt für unter 40 Euro zu Ihnen nach Hause. Finde ich super. So, ich habe noch einen Post reingemacht. Ich habe noch mal den Postboten gespielt. Darf ich noch mal rausholen? Willst du noch mal rausholen? Dann spiele ich den Hund, der dir in die Wade beißt. Einverstanden? Oh ja. So, hier sehen wir es nochmal. Ich öffne den Briefkasten noch einmal. Und hier sehen wir eben, hier oben sind die Lampen mit befestigt. Also hier haben wir dann die Leuchten, damit dann das schöne Milchglas nachher auch schön leuchtet.
Ich finde das richtig klasse, weil der eben nicht nur die Milchglasscheibe anleuchtet. Man sieht so im Prinzip so den Lichtkegel auch ein Stück weit aus den Spaltmaßen raus. Der hat so einen halben Millimeter Spiel ungefähr dazwischen, damit man ihn auch gut und komfortabel aufmachen kann. Ja. Wir sehen das hier gerade nochmal. Das sieht richtig peppig aus. Sollte Ihnen mal ein Schlüssel verloren gehen, macht das gar nichts. Zwei Stück liefern wir Ihnen nach Hause. Wenn der zweite dann auch noch weg ist, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber ich denke, den zweiten hat man vielleicht noch mal irgendwo im Schlüsselkästchen oder irgendwo im Schlüsselfach oder was. Ne, wenn man mal einen Schlüsselbund verliert oder wenn der mal irgendwie wegkommen sollte, zwei Stück bekommen Sie von uns mit dazu. Ja. Aber das ist jetzt auch kein Sicherheitsschloss oder irgendwas in dieser Richtung. Wenn Sie da Bedarf haben, gehen Sie mal zum Schlüsseldienst und lassen Sie einfach noch mal einen nachmachen. Das dauert 2 Minuten. Ganz genau. Kostet nicht wirklich die Welt. Ja? Schickes Teil hier, gefällt mir richtig gut. Mir gefällt es auch gut. Gerade auch diese Edelstahloptik, die finde ich sehr gelungen hier. Ja, ist es auch. Und dadurch, dass es dann eben auch so hochwertig verarbeitet ist, rostet es wirklich nicht. Das heißt, wenn es mal regnet, gar kein Problem. Ich fasse noch mal ein bisschen die Eckdaten zusammen, die wir jetzt eben besprochen haben. Wir haben hier eine Zeitungsrolle, genau, du hast da auch gerade schon deine Kärtchen reingetan. Ja. Das heißt, die Zeitung, die ist auch wirklich gut geschützt, die dann täglich oder wöchentlich zu Ihnen kommt. Die wird also auch nicht nass, weil da eben eine separate Rolle für vorgesehen ist. Dann können wir den Deckel hier oben öffnen. Da. Und das Ganze ist mit Gumminoppen nochmal geschützt. Das heißt, wenn Sie den Deckel dann wieder schließen, hier oben sehen wir die Gumminoppen. Genau, Seite, da sind sie, hier, genau. Die sind durchsichtig. Wenn der Briefträger morgens um 6 kommt und der nicht, Briefkasten dass sie wach werden. Im Sommer, wenn das Fenster auf ist und der klappt dann die Klappe hier zu, es scheppert ganz laut und Sie stehen dann 3 Meter neben dem Bett. Das muss nicht unbedingt sein, deswegen haben wir hier also auch dafür gesorgt, dass das Ganze weitestgehend geräuschfrei geschlossen wird, es sei denn, Sie haben da irgendwie einen persönlichen Zwist mit Ihrem, mit Ihrem Postboten da oder was, der wird die Klappe wahrscheinlich extra laut zuknallen. Ja, oder mit Ihrem Nachbarn. Wann kommt deine Post normalerweise? Morgens um 10 ungefähr. Ja, okay. Bei uns kommen das die geht erst immer noch. Bei uns kommen die erst mittags um 1 Uhr, ja, das weil wir ist da oben am Waldrand wohnen, also am Ortsausgang. Ja. Ich glaube, wir sind da so der letzte Bezirk, der da in den Zustellbereich reinfällt. Okay. Das ist mal ganz witzig, wenn ich da auf einen wichtigen Brief warte oder was, renne ich mal einmal am Tag zum Briefkasten. Ja, ja. Ein Uhr ist ein bisschen spät, aber gut, ist eben so. Ja. Kann man leider nicht ändern. Ja, ja. Hier sehen Sie nochmal die Bestellnummer eingeblendet. Das ist die NC9058 und die 569. Noch einmal der größte Clou hier dran ist natürlich, dass das mit Solar betrieben wird. Das heißt, wir haben oben auf dem Deckel, auf der Klappe, wo die Post eben eingeschmissen wird, eine kleine unauffällige Solarfläche. Das heißt, wenn die Sonne scheint, lädt das Ganze die ganze Zeit auf. Und wenn es dann abends eben dunkel wird, dann gehen die Lichter ganz von alleine an und die Milchglasscheibe ist super schön beleuchtet. Zeigen wir es einfach nochmal ganz kurz. Solche Geschichten sind natürlich hier bei Pearl mehr oder weniger an der Tagesordnung. Ja? Gerade solche praktischen Ideen, wo man jetzt eben nicht ständig hinlaufen muss und gucken muss, ist denn eigentlich die Batterie noch in Ordnung? Ist der Netzstecker noch drin? Ist die Sicherung tatsächlich auch noch drin oder was? Hier brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Sie werden viele Jahre Freude dran haben. Geht nicht kaputt, ist qualitativ top verarbeitet und sieht darüber hinaus auch noch richtig peppig aus. Ja. Sie haben auch ordentlich Platz mal im Briefkasten. Also auch wenn da von mir aus mal die Zeitungsrolle im unteren Teil von mir aus voll sein sollte, durch die ganze Werbepost und dergleichen, könnte man theoretisch gesehen so eine Zeitung oder eine abonnierte Zeitschrift auch noch oben in den Schlitz reinpacken. Ja. Da kriegst du locker 2, 3 Zeitschriften mit rein. Und ganz wichtig, der Aufkleber, keine Werbung, ne? Den haben wir ja auch bei uns drauf. Dann darf da wirklich auch kein Werbematerial eingeschmissen werden. Weil nützt das was bei euch? Ja, bei uns achten die da schon drauf. Ich glaube, bei uns, da guckt kein Mensch drauf. Also Das ist aber so nervig, oder? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lästig, weil ich also mittlerweile, wenn ich zum Briefkasten gehe, eigentlich 2/3 nur noch Werbepost oder dieses Einkaufen aktuell oder sonst irgendwas finde. Genau, kannst gleich dann wegschmeißen. Dann versuche ich immer dann Papier und Plastik zu trennen. Dann geht der eine in die gelbe Tonne, der andere Rest in die blaue Tonne. Und das, was übrig bleibt, sind vielleicht mal 2, 3 Briefe oder sowas. Ja. Meistens eine Mahnung vom Finanzamt, oh nein. Die Rechnung für die Kfz-Steuer oder sowas. Oder und Telefonrechnung. Ja, ganz genau. Also das können wir natürlich nicht für, was Sie da an Post bekommen, das ist Ihnen überlassen. Ja. Aber wir bieten das richtige Material, damit man zum einen auch Ihr Haus vernünftig finden kann, weil Sie eben hier jederzeit dann eben vorne auf diese Milchglasscheibe Ihre Hausnummer draufkleben können. Zweimal die Zahlen zwischen 0 und 9 liefern wir Ihnen mit dazu. Wobei man natürlich dann auch jederzeit im Kiosk, in einem Bastelgeschäft oder auch ganz klassisch im Baumarkt weitere, auch vom Schrifttyp, andere Nummern finden kann, die selbstklebend sind. Ja, das denke ich auch. Ist das Einzige, was meines Erachtens ein Stück weit im Laufe der Jahre verwittern könnte. Das Edelstahl dieses Briefkastens wird Sie lange Jahre jedes Mal beglücken, wenn Sie da zur Tür reinkommen. Ganz genau. Und wie gesagt, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Hausnummer muss gut erkennbar sein. Und das ist in diesem Briefkasten auf jeden Fall der Fall, denn es wird eben von hinten sehr schön beleuchtet. Das Ganze mit Solarenergie. Und so kann auch, wenn Sie mal in der Not sind, wenn Sie mal die Polizei rufen müssen oder einen Notarzt rufen müssen, der findet dann auch wirklich
wirklich den Weg zu Ihnen und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ich meine, sonst kann der ja eben mal schnell vorbeifahren, wenn das alles vom Efeu zugewachsen ist und das könnte dann schon, ja, Leben retten. Ja, ganz genau so ist das. Ja, also wenn Sie möchten, greifen Sie zu 0180 51 51 3 mal die 2 und jetzt ganz viel Spaß noch im weiteren Programm. Viel Spaß!